Hallo Leute, herzlich willkommen zusammen, Kart, und ein weiteres Video von dem Spiel Old Sparks. Beim letzten Mal haben wir so das bisschen kennengelernt, das Spiel, wie das so funktioniert. Wir haben kennengelernt, diese Old Sparks, hoppala. Wir haben kennengelernt, diese Sparks sind wohl unsere kleinen Helferchen. Wir können die so ein bisschen bauen aus Holz und irgendwelchen Edelsteinen. Und man sieht es ja auch schon, die produzieren dann für uns. Wir gehen jetzt mal ein Stück weiter und wir lernen so jetzt sozusagen, wie so eine Automation funktioniert. Und oh, er hat sogar schon was vorbereitet. Alles klar. So kann man das ungefähr bauen. Ne? So ein Plus geht alle Wege. Okay. Also ein Pfad ist immer sozusagen beidseitig. Einmal so lang, einmal so lang. Okay. So, build a locker. Connect to locker to stubby spark shrine. Transport Wooden Holz, Craft Zombie Spark. 10 Zombie Sparks muss ich bauen. Okay. Das heißt, ich muss es hier da drüben machen. Ich weiß gar nicht, kann ich das bei mir? Ne, bei mir kann ich das noch nicht bauen. Tools, ne. Gut, also ich muss es sozusagen hier bauen. Schauen wir mal. Okay, hier habe ich ja schon was gebaut. Das heißt, ich muss jetzt hier so einen kleinen Weg machen. Und dann theoretisch dürften die da eigentlich. Na? Bau's doch. Macht er nicht. Warum baut er das nicht? Gut, dann mach ich das eben so. Okay. Dann verbinde ich das einfach so. Mal gucken. Das vielleicht auch noch miteinander verbinden. So. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Hoch. Jetzt habe ich es weggemacht. So, jetzt. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Also zuerst, aber ich habe hier noch einen drin. Das heißt, wir bauen erstmal ein. Na, gucken wir mal, ob das so klappt. Tun wir so ein bisschen Automation hier machen. Genau. So, dann werde ich den so hier reinstecken. So ist das nämlich gemeint. Und dann hackt er automatisch sozusagen die Dinger. Dann hätte ich jetzt hier so einen zweiten. Was wir gleich mal schauen, genau. Craft jetzt nochmal ein. Und der transportiert das dann rüber. Beziehungsweise mache ich das so, dass hier jetzt einer drin ist und sozusagen einen produziert. Weil das Holz kann ich ganz schnell auch selber kurz mal rüberbringen. Das ist kein Thema. So. Genau, jetzt produziert der ja was. Und dann. Zack. Schnell hier reingelegt, zack, und jetzt produziert er. Sollte zumindest. Ich soll natürlich machen, geht es ein bisschen schneller, aber sobald hier jemand drin ist, kann ich natürlich nicht mithelfen. Okay, das heißt, ich muss warten. So, hier ist irgendein Waypoint jetzt. Genau, oh, es dauert aber auch lange. Oha. Ja, gut. Und da kann ich mich sozusagen hier hin und her porten. Okay. So, jetzt haben wir den nächsten gebaut. Und den setze ich jetzt hier hin. Und dann sollte der eigentlich da laufen. Oh, ich kann sogar die Richtung ändern. Ah, das mit der Richtungsänderung klappt wohl noch nicht so. Jetzt läuft er hier lang. Natürlich die falsche Richtung, wie er läuft, aber ist egal. Passt schon irgendwie. Gut. Wenn jetzt hier noch mehr, dass noch mehr passiert. Bauen
mal so ein bisschen. So, komm. Los geht's. Oh, Container ist auch irgendwann voll. 20 Stück, okay. Okay, na, ich helfe mal kurz noch mit, sonst dauert es zu lange. Lass mal hier mal seinen Gang gehen. So, machen wir hier nochmal einen rein. Und dann geht das noch schneller. Zack. Oha. So. Also sie laufen immer dieselbe Strecke. Egal, ob sie was haben oder nicht. Okay. Genau, lassen wir die mal anders rumlaufen. Aber macht keinen Unterschied. Er läuft trotzdem so lang. Aber ich muss sagen, die produzieren eigentlich recht fix. Guck, die kommen ja kaum hinterher hier. Gut. Okay, das heißt, ich könnte die ja nicht jetzt schon abgeben. Ich kann bestimmt übelst viel hier produzieren. Mal gucken. Also hier kommt man mit da leider noch gar nichts an. Aber irgendwann tut es das. Oder ich muss die Wege einfach sinnvoller gestalten. Aber geht ja nicht. Wenn ich das hier so mache, dann läuft er trotzdem bis hierhin. Ah. Im Endeffekt ist eigentlich egal. Aber die können auch nur zwei Stück hier. Ne, drei Stück. Drei Stück und dann ist auch Sense. Ah, jetzt fehlt Adder Shard, fehlt hier. Und ich habe natürlich nichts mehr. Okay, kann ich die wieder mitnehmen? Ah, cool. Okay. Macht das ja alles in Alleingang. Alles klar. Okay, aber ich verstehe das Prinzip schon. Schon cool gemacht. Es gibt bestimmt aber noch so eine Maschine, die das so ein bisschen dann auch produziert. Okay, gut. Gehen wir einmal zum Quartermeister. Mal gucken, was der sagt. Oh, hier kam zum ersten Mal Holz an. Das ist ja ein Ding. Aber ich kann natürlich leider nicht importen. Oder kann ich da importen? Nee.
Gut, ich kann leider nicht hinporten. Ich muss also wieder zurücklaufen. Gucken wir mal, was die von mir wollen. Aber bis jetzt interessant. Gefällt mir. So. Gut, complete. Mal gucken. Alles hier, take this as a gift. Okay. Da habe ich die Bretter bekommen. Brauche ich bestimmt nachher was Wichtiges zum Bauen. So, weiter geht's. Oh, jetzt wollen drei Leute was von mir. Okay, was willst du von mir? Oh, Sägewerk. Okay. Deliver 100. Gut, ja, das kriegen wir doch hin. Das passiert automatisch. Hoffe ich doch. Nee, doch nicht. Belefin today. Teacher, eine Ei. Okay. Der Major gibt mir wohl irgendwie Tipps und Tricks, wie ich das so ein bisschen alles überblicken kann. So, Open Quest Overview. Ja, habe ich gemacht. Ja, Quest Overview. Ah, hier, Quest. Ah, okay. Alles klar. Woodsman. Der zeigt mir sozusagen, wie ich hier was bekomme oder was. Welt der Monument, Schrein, Translation. Ah, nee, jetzt. Ach so, ich verstehe es. Ja, das sind die Quests noch, die mir noch fehlen. Das muss ich jetzt nochmal aktivieren. Spark Creation. Spark Workbench, Stumpy Spark, okay. Alles klar. Welche Quest vorausgesetzt wird und sowas alles. Und dann geht's hier weiter. Okay. Cool. Noch was? Nö, das war's, glaube ich, schon wieder. Das war's. War eine schnelle Quest. Okay, jetzt gehen wir zu diesem Researcher. Gucken, was der von mir will. Sparks and Tibble Unique. You're the first person to discover. Genau, ich habe die. Also eine Person habe ich die gefunden, weil sie sehr selten sind. Und jetzt gibt es Recreate the Spark Machines. Okay, Sparkboard Workbench. Das heißt, das, was schon da steht, kann ich dann auch selber bauen. Das lerne ich jetzt sozusagen. Okay. Muss ich jetzt hier was liefern? Ah ja, genau, ich muss das liefern. Das Shard will er geliefert haben und so 10 Stumpy Sparks. Gut. Das heißt, 100 Holz brauchen wir jetzt. Muss ich das andere auch liefern? Woodcraft. Ja, okay, also 100 Woodenlock muss ich auch liefern. Und 10 Sparks. Gut, naja, jetzt geht's ja langsam los hier. Schön. Der hat 9 Dinger gebaut. Krass, er hat 9 Sparks gebaut. Alter Schwede. Das ist ja krass. Okay, so. Das brauche ich sozusagen. Diese Viecher muss ich hier kurz sammeln. Na denn. Auf geht's, Attacke! Oh, bringt mir das sogar? Aber nur eins. Warum bringst du mir nicht alles? Okay, dass wir den zurückbringen, müssen sie mir noch ein bisschen. Es muss noch ein bisschen verbessert werden. Hat er jetzt hier drinnen gehabt? Was ist das? Leaves, okay. Gut, schauen wir mal. Deliver Adder Shard, 5 Stück.
und Stumpy Sparks, 10 Stück. Ja, wenn ich jetzt einer mitnehme, dann habe ich 10. Gut. Genau, jetzt brauche ich auch noch hier 14, 20, 100 brauche ich. Na, mal gucken. Die brauchen ja eigentlich gar keine erstmal. 2, 4. So. Noch 40. Ja. Noch 20 und dann kann ich den abliefern. Das ist bestimmt lustig, wenn du nach so einer Armee von 100 solchen Sparks hast. Weil es soll ja auch hier Multiplayer, soll es ja auch schon gehen. Und ich habe die Befürchtung, dass es wahrscheinlich auch wieder PvP ist. Und ja, ist interessant auf jeden Fall. So kleine so Dings hast, die gegeneinander kämpfen, ist bestimmt schon lustig. Und er produziert auch eigentlich recht schnell. Guck mal, sind ja auch schon wieder voll. Schon krass. Gut. Na, oh, kann der hier rein. Zack. Okay, bringen wir es mal zurück. Kommt mal schön mit. Was ist hier? Wieder irgendwas Neues freigeschalten. Construction Babel, was ist das? A basic place for you, where you sparks to store items in. Ah, okay. Da können also Gegenstände gespeichert werden. So, was will der? Was wollte der von mir? Woodcraft. 100 Wooden Lock. Genau. Zack. Gut. Fertig. Jetzt kriege ich einen Saw. Also eine Sägemühle. Kriege ich von dem. Und weitere Quests hat er erstmal nicht. Okay, der will jetzt die 10 Stumps haben. Und ich glaube 5 solche Dinger. Genau, super. So, abgeben. Dann bekomme ich jetzt so einen Spark Creator. Okay, wo weiter geht's? Muss ich Spark Workbench bauen bei mir? Okay. Jetzt muss ich das Ding bei mir bauen. Leaves ist hier. Spark. Also dann habe ich sozusagen fast alles hier. Wenn das... man das so sagen kann hier so. Schauen wir weiter. Was wofür ist das hier? Sheet? Ah, zum Sammeln. Okay, gut. Bild. Ah ne, es ist noch. Doch, ist noch was hier. Refiners, Assemblers, Harvesters. Ah. Spark Workbench. Okay, das heißt, ich muss erstmal Holz sammeln. Na, lass mich doch durch hier. Kurz ein bisschen Holz sammeln. Wir haben hier so eine Maschine. Da können wir das Holz selber craften. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir kommen voran. Okay, also man kann sie auch hier drinnen einsammeln, muss nicht erst rausgehen.
noch ein bisschen mehr, weil wir bestimmt für die anderen Sachen auch noch was brauchen. Oh, es geht die Animation schon mal gar nicht mehr weiter. Ah doch. Jetzt. Hat eine bestimmte Menge? Wahrscheinlich nicht mehr. Oh, jetzt geht's auf einmal wieder. Komisch. Hat sich wohl ein bisschen festgehangen. Okay. Gut, schau mal. So, Spark Workbench. Gucken wir mal, ob wir die bauen können. So kann ich die nicht bauen. Was fehlt denn? Ich dachte, ich soll die bei mir hier bauen. Must be built on an ancient base. Verstehe ich nicht. Ist das hier keine Base? Okay, scheint wohl keine Base zu sein. Also muss ich wohl noch eine finden, oder was? Oh well, the spy walks and will party for testing it out and giving him some stumpy sparks. Okay. Ach. Eine Quest, die Omi. Okay, Stumpy Sparks und Saw Timber will sie haben. Mhm. Okay. Also ich habe sie entdeckt und jetzt wollen alle meine Sparks haben. Das ist ja voll mies. Oder? Weil alle wollen sie mir die wieder wegnehmen. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Irgendwo Stumpy Sparks Schrein. Das heißt, ich muss so einen Sparks Schrein noch finden. So wie ich das hier richtig so sehe. Die Frage ist, wo ist so ein Sparkschrein? Wir mal ein bisschen erkunden. Ah, hier ist so ein Ding noch, so eine. Solche Holzdinger sind hier auf jeden Fall. Vielleicht ist in der Nähe auch so ein Schrein. Sieht nicht danach aus. Hier sind auch wieder so welche. Wo sind das die Teile? Probier's mal. Ja, tatsächlich. Das sind die Teile. Okay, krass. Das heißt, wir können sie bei uns da drüben bauen. Okay, also die Teile sind das. Okay. Gut zu wissen. Aber hier gibt es überall genug so eine Dinger. Wie weit bin ich denn gelaufen? Krass. So, gut. Dann bauen wir das hier. Ja. Cool. Aber mir fehlt halt immer noch, wie ich ja diese Kristalle kriege. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ne? So. 10 Stumpy Sparks muss ich wieder sammeln.
Aber die kommen immer wieder hier, die Dinger. Das ist auch gut. Genau, komm mal schon mit. Na, dritten kann ich nur gebrauchen. Gut. Und jetzt kommt er mal mit und dann tun wir uns hier ein bisschen durchboxen. Ah, die sind schon ein bisschen böser. Oha. Die waren schon ein bisschen böser. Wildbunny und das Spunny, okay, V ist Spunny. Aha. Okay. Die habe ich hier wohl ein bisschen überschätzt. Also es gibt wohl auch noch andere Gegner. Alles klar. Okay. Gut, jetzt habe ich sie aufs Spiel gesetzt, meine Leute hier. Na, egal. Jetzt geht's weiter hier. Ich kann bestimmt noch eine Truhe hinsetzen, dann werden die das bestimmt auch noch mitnehmen. Oder rausnehmen. So. Oh, das macht den Fuji, jawohl. Und los geht's. Zack, zack. Okay, gut. Nein, 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 nein. Lass die dann Ruhe. Okay, kaputt machen können sie es auch nicht. Aber die geben gut diese Kristalle hier. Aber ich glaube, jetzt sollten wir erstmal wieder genug haben. Obwohl 40 Stumps muss ich bauen, das ist schon ganz schön heftig. Deswegen wäre schön, wenn es wie so eine Art Quelle geben würde, wo wir das hier herkriegen, diese Ether Shards. Das wäre schon nicht schlecht. So, im Moment habe ich 8. Ich brauche 40 Stück, also 50 jetzt eigentlich, ne? 50 Stück. Achso, Sägemühle muss ich auch noch bauen. Ja. Kann ich eigentlich gleich hier reinmachen. So, zack. Passt noch dazwischen. So. Gleich zwei Reihen hier und dann passt das. Läuft. Läuft wie geschmiert. Genau. So. Woodland, Sontimber, das läuft auch. Die eine Quest können wir sogar schon abgeben. Ich sollte die ja bloß bauen, ne? Craft, genau. Ich sollte die nicht abgeben, nur craften. Okay. Gut. Dann holen wir uns diese ganz Kristalle. Vielleicht hat die ja noch eine Folgequest für uns. Mal gucken. Hier war es nicht. Wer war das? Der. So, Erforscher. Gut. Okay. Genau, die eine Quest hat er noch, wo wir das aktivieren müssen.
Aber ansonsten sind wir erstmal bedient. Gut. Wo transportiert ihr das hin? Ja, ich muss echt mal so ein Dings hier bauen. So ein Babel. Oder sowas, so ein Storage. Die Frage ist, ob die das da reinmachen. Oder, nee, hier, Babel. Ja. Frage ist, wie viel passt hier rein? Ah, okay. Da passt also einiges rein. Okay, passt doch. Ist doch gut, aber guck mal hier, alles voll. Alles voll. Oh, 10 Stück. Also ich kann insgesamt nur 40, nee, 30 mitnehmen. 30 kann ich nur draußen haben. Okay. Schicke noch ein paar drauf, damit das hier ein bisschen zügiger geht. Jetzt stellen sie sich schon an hier. Okay, das Ding ist hier natürlich ein bisschen ungünstig gesetzt, weil hier kommt nämlich nichts an. Ich glaube, ich muss das noch umbauen. Kann ich das irgendwie umbauen? Ich glaube, hier wäre es sinnvoller, wenn das hier steht. Kann ich das kaputt machen? Hm. Das wäre natürlich nicht schlecht, ja, wenn ich das kaputt machen könnte. Tools. Ah, hier. Ah. Ja. Egal. Oh, das ist eben so. Da passen jetzt hier zwei Dinger rein. So. Sollte passen. Genau, jetzt liefert er es ab. Okay. Tool. Das heißt, noch wegbauen. Super. Okay, so geht es also. Also B drücken, hier Tools gehen. Rechtsklick ist entfernen, Linksklick ist umsetzen. Okay. Ganz simples Ding. Oh, schön. Jetzt liefern die Sitzung auch mal alles ab hier. Das ist gut. Okay. Wir laufen immer noch einige leer. Das ist nicht gut. Dürfen nicht leer laufen. Der hier läuft erstmal eine Runde rum, ne? Genau, wir müssen aber auf jeden Fall noch so ein paar Dinger nachholen. Die hab ich bald zusammen. Die Bretter. Wir müssen aber jetzt noch ein paar solche Kristalle holen. Oh, die sind wieder da. Ist ja cool. Auf geht's ins Getümmel. Los geht's. Haut sie kaputt. Jawohl. Sehr schön. Die haben gar keine Chance. Okay. Das war ein Überraschungsangriff. Okay. Gut, gut.
Cool, so, jetzt haben wir 40, 40. Ja, da sollten wir schon was rauskriegen. Auf jeden Fall. Muss ich mal so einen Wegpunkt setzen hier. Damit ich immer weiß, wo das ist. Da. Okay, theoretisch können wir jetzt auch eine zweite Bahn bauen. Theoretisch. Aber dann fehlt dir das Holz. Ah, das Holz fehlt dir. Hier ist auch nochmal so ein einzelnes Schrein. Was macht der? Okay. Edda Shard. Das kriegen wir doch hin. Oh shit. Jetzt hat er meine ganzen Dinger geschluckt. Das ist natürlich blöd. Also da muss man aufpassen, ne? Sonst schluckt er die ganzen Dinger. Aber, ach so, nee. Der generiert die Dinger hier. Ah, okay. Okay, cool. Alles klar, der generiert die. Und diese Pellets hier bekommt, macht er daraus diese Shards. Ist natürlich cool. So. Aber irgendwie können die keine Wege hochmachen. Kann das sein? Huh. Das wird ein langer Weg. Nee, nein, 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 oh. Jetzt laufen die da lang. Nein, nein. Ihr braucht da nicht lang zu laufen. Okay, aber gut, das ist voll hier. Das dauert auch noch ein bisschen. Okay, 6 Stück. Sagen 25. Hier noch 15 Stück. Mal gucken. Regenerieren sehr gut. Muss ich mal sagen. So, 30 haben wir jetzt, jetzt fehlen noch 10 Stück. Dann haben wir alles.
Was hier vielleicht noch fehlen würde, wenn man das, wenn man einstellen könnte, was hier reinkommen soll. Das könnte man auch noch ein bisschen alles zielgerichteter bauen. So, noch 5 Stück. Die ganze Herde hier versammelt sich. Das ist schon lustig. So, Rainer. Oh, was macht der hier? Der läuft die ganze Zeit im Kreis. Hat natürlich gar keinen Sinn, wenn er die ganze Zeit hier im Kreis laufen soll. Gut. So, jetzt haben wir hier 35. Was? 35? Nee. Ach, tatsächlich, 35. Hat der so viel mitgeschleppt? Was? Okay, er hat tatsächlich 35 Dinger mitgeschleppt. Okay, der lief wohl schon eine ganz schöne Weile ringsrum. Gut, gucken wir mal, was die jetzt noch wollen. Bin gespannt. Also 40, 1, 2, 3, 40. 5 nehme ich mit. Und 60, 2, 4, 6. So. Was kriege ich dafür? Rewards, Merchant. Okay. Das war, okay, jetzt gibt es also neue Quests, alles klar. Gucken mal kurz, was der Merchant mir anbietet. Filz Bunnies for me. You can find a lot of them in the Footlands. Okay. Ah, Filz Bunny will er getötet haben. So, was kannst du mir verkaufen? Oder wie ist es jetzt? Kriege ich jetzt Geld dafür? Nee. Okay, was bringt der mir jetzt? Eigentlich nichts. Hm. Okay. Gut. Ja, das war das Spiel erstmal Oldsparks. So ein Feedback so nach einer Stunde spielen. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Ist was Neues, was Frisches. Bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Was ich noch weiß, dass die Dinger irgendwie nicht nur Holzklötze werden, sondern die können auch noch Schwerter werden und sowas alles. Also wahrscheinlich dann Angriffssparks. Ja, auf jeden Fall interessant. Und ja, hat dir das Spiel auch gefallen? Dann lass mal gerne ein Like da. Kannst auch gerne mal Kommentare drunter werfen, ob du es auch schon spielst oder ob es dich nicht so interessiert oder sowas. Je nachdem, deine Meinung interessiert mich auf jeden Fall. Und ja, solltest du oder möchtest du mehrere Videos noch sehen von mir, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und ansonsten komm auch gerne mal auf unser Discord. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüssi.